Weniger ist mehr wird Ihnen präsentiert von der PSD Bank Karlsruhe Neustadt EG. Hallo und willkommen zum Hochschule Pforzheim Magazin. Schön, dass Sie auch bei dieser Ausgabe mit dabei sind. Diesmal besuchen und interviewen wir einen der großen Vordenker für Ressourceneffizienz, Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker. Der 76-Jährige lebt heute in Emmendingen nahe bei Freiburg. Ernst Ulrich von Weizsäcker war jahrelang Präsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie. Ehrenamtlich arbeitet er immer noch in zahlreichen Gremien mit. Vergangenen Jahres erhielt er den Nachhaltigkeitspreis 2014 der von Karlowitz-Gesellschaft. Besonders wichtig ist ihm derzeit aber sein Engagement im International Resource Panel der Vereinten Nationen, dessen Co-Vorsitzender er ist. Ab 2000 sind weltweit die Mineralienpreise, aber auch Öl- und Kohlepreise und so weiter nach oben geschossen. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, das sich bis dahin vorwiegend um Naturschutz und Schadstoffe gekümmert hatte, unter der Leitung von Achim Steiner, hatte dann die Idee, man muss ein drittes Bein für globale Umweltpolitik machen, nämlich über die Knappheit der Ressourcen. An sich ein altes Thema. Aber lange Zeit war das ein Idealistenthema, auch von Club of Rome 1972, Grenzen des Wachstums lanciert. Aber nun plötzlich, nach 2000, wurde es ein Wirtschaftsthema. Hat sich McKinsey und andere Beratungsfirmen sehr dafür interessiert, wie kommen wir mit den knappen Ressourcen aus, wie verhindern wir, dass durch teurere Ressourcen Wirtschaftseinbrüche entstehen. Das mathematische Modell von 1972, das sogenannte World Three Model, hatte den Ehrgeiz, alles auf 5 Parameter zu reduzieren. Das musste natürlich falsch sein, insbesondere auch in Bezug auf die Verfügbarkeit, also Reichweiten von Ressourcen. Denn was wusste man 1972 über die Reichweite von Öl und Gas und Kupfer und Mangan und so weiter? Fast nichts. Ein Jahr später kam die Ölkrise und auf einmal ein gigantischer Boom der Exploration und Exploitation, Ausbeutung von neuen Ressourcen. Und auf einmal waren viel mehr Ressourcen da, als Dennis Meadows 1972 angenommen hatte. Und heute sagt jeder gute Geologe, nein, nein, die Erdkruste ist voll von Mineralien. Also es gibt keine Grenzen in der Hinsicht. Aber jetzt kommt die neue Entwicklung. Ja, natürlich. Geologisch gesehen haben wir fast keine Grenzen, aber die geologischen Vorkommen werden immer dünner. Also früher konnte man aus einer Tonne Kupfererz so etwas wie 100 Kilo Kupfer rausholen. Heute, wenn es gut geht, 2 Kilo oder so etwas. Das heißt also, die Menge Abraum, giftiger Abraum, wird gewaltig vermehrt. Entsprechend die Grundwasserbelastung oder die Flussbelastung. Das heißt, die neuen Grenzen des Wachstums sind nicht geologische, sondern eigentlich zivilisatorische. Verschmutzungs-, Vergiftungsprobleme und im Übrigen Energieprobleme. Wenn die Qualität der Vorkommen deutlich runtergeht, geht der Energieverbrauch pro gewonnenem Gramm Metall gewaltig nach oben. Und im Übrigen gibt es natürlich noch die Frage der sogenannten erneuerbaren Energien oder erneuerbaren Rohstoffe. Das Wort erneuerbar ist eine Beschönigung. Im Moment werden Wälder vernichtet ohne Ende und werden überhaupt nicht erneuert. Außer in Deutschland und in einigen anderen Ländern. Aber
in Südamerika, in Afrika, in Südasien und so weiter, findet eine gigantische Abholzung statt. Und das Ganze dann unter erneuerbar zu verkaufen, ist eine freche Lüge. Es gibt diese große Peak-Diskussion, am dramatischsten ausgedrückt durch Richard Heinberg, Peak Everything. Aber da muss man sehr stark unterscheiden zwischen Ressourcen, die physikalisch, geologisch unvermeidlicherweise wirklich verschwinden, die fossilen Rohstoffe, Phosphor, in gewissem Sinne Wasser, gibt ja auch fossiles Wasser, und die biologischen Rohstoffe, die an die begrenzte Fläche gebunden sind. Das muss man unterscheiden von den klassischen Mineralien, Metallen, Sand, Kies und so weiter. Das ist im technischen Sinne überhaupt nicht knapp. Aber im ökonomischen Sinn kann es knapp werden. Eines der anspruchsvollsten Themen des International Resource Panel ist unter dem Titel Decoupling, Entkopplung, bekannt geworden. Wir hatten einen ersten Entkopplungsbericht vor 5 Jahren und der war im Wesentlichen ein Bericht über das Nicht-Vorhandensein von Entkopplung. Da war zum Beispiel eine Grafik drin, wo der Ressourcenverbrauch pro Kopf nach oben aufgetragen wird und von links nach rechts aufgetragen das pro Kopf Bruttoinlandsprodukt. Und jetzt raten Sie mal, was das für eine Kurve gibt. Eine schlichte Gerade. Je mehr Wohlstand, desto mehr Ressourcenverbrauch. Nichts von Abkoppelung. Abkoppelung des Wohlstands vom Ressourcenverbrauch. Nein, es ist eine Linie. Das heißt also, der erste Bericht hat im Wesentlichen, ähnlich wie die Geschichte mit dem Metallrecycling, die Herausforderung formuliert. Was alles total schief läuft, wegen der Gier, der Unersättlichkeit, der Dynamik des Wachstums und so weiter. Und daraufhin habe ich mit einem kleinen Team von anderen Mitgliedern des Panels eine Arbeitsgruppe Decoupling fortgeführt und dann einen zweiten Decoupling-Bericht gemacht, in dem wir sagen, was müssen wir denn nun strategisch tun, um endlich die Entkoppelung des Wohlstands vom Ressourcenverbrauch voranzubringen. Natürlich ist für die Wirtschaft in erster Linie sind die großen Metalle wichtig. Bei denen haben wir aber kein großes Recyclingproblem. Das habe ich bereits erwähnt, bei Aluminium, Eisen und so weiter, das ist bereits eingespielt. Die kommen ja auch tonnenweise in den Schrott. Das eigentliche Problem sind die kleinen Metalle. Die kommen gramm- oder milligrammweise. In einem typischen Handy sind so etwas wie 40 verschiedene Metalle verwendet. Aber alle in Milligrammmengen. Und Sie können sich vorstellen, dass es für einen Schrotthändler unzumutbar ist, aus einem Handy, Schrotthandy, das 1 Milligramm Gallium oder die 20 Milligramme Gallium rauszuholen. Das erstmal chemisch zu trennen, das ist ein Albtraum. Also ist in dem neuen Bericht über Chancen, Infrastrukturen und Grenzen des Metallrecyclings von Markus Reuter koordiniert, der Vorschlag, die kleinen Metalle prinzipiell anders zu behandeln als die großen Metalle. Und da sagt er, da müssen wir natürlich beim Design anfangen. Design heißt, von vornherein das Handy so konstruieren, dass diejenigen Teile, die die wertvollen Metalle enthalten, beim Lebensende des betreffenden Geräts nicht einfach
in den Schredder kommen, sondern als ganze Komponenten wieder Verwendung finden können. Das nennt man auch Remanufacturing. Das ist ein Begriff, den gibt es schon seit 20 Jahren. Ist ursprünglich so in der Automobilindustrie, das Wiederverwenden von Motorblöcken oder von Reifen oder von anderen Teilen, damit man nicht einfach alles wieder zerstückelt und dann mühsam wieder neu herstellen muss. Und letzten Endes, das ist sozusagen der Schluss, wenn Sie so wollen, Glanzpunkt dieses Berichts, kommen wir mit einer Idee, die bisher noch nirgends verwirklicht ist, die wir aber für sehr aussichtsreich halten. Nämlich, man möge doch von der Politik her jedes Jahr die Energie, das Wasser, die Mineralien um gerade so viel Prozent teurer machen, wie die jeweilige Ressourcenproduktivität im abgelaufenen Jahr zugenommen hat. Dann haben wir eine ideale Situation, wo jede Minute ein starker Anreiz zur Innovation in der richtigen Richtung der Ressourceneffizienz entsteht, ohne dass die sonst üblichen industriepolitischen oder sozialpolitischen Einwände kommen. Das war es für dieses Mal vom Hochschule Pforzheim Magazin. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss. Weniger ist mehr wird Ihnen präsentiert von der PSD Bank Karlsruhe Neustadt EG.